Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco. Ich begrüße euch hier bei Weser Fitness zu einer Indoor-Cycling-Stunde. 45 Minuten Spaß auf dem Fahrrad. Das ist das, was im Vordergrund steht. Im Idealfall macht ihr das, was ich euch sage. Ihr habt die Räder richtig eingestellt. Achtet darauf, dass die Knie nie komplett durchgestreckt sind. Füße schön flach. Oberkörper ein bisschen fest. Hände erstmal entspannt an den Lenker. Wir rollen uns locker ein. Widerstand ruhig noch ganz bei Null. Und dann geben wir ein bisschen Gas. Erstmal etwas warm werden. In unserer heutigen Stunde habe ich leider keine Pause eingebaut. Das heißt, wir haben eine kontinuierliche Belastung im leichten und im mittleren Bereich. Das heißt, die Farben, die wir hier vorne bei mir sehen können, die wechseln von weiß ganz leicht, also quasi ohne Belastung, blau, dann haben wir eine leichte Belastung, grün wäre mittel, gelb wird die intensive Belastung. Und wenn es mal rot leuchtet, dann ist das extrem, also 5 Stufen. Da wir keine richtige Pause haben, bewegen wir uns so im unteren, in der unteren Hälfte. Für diejenigen, die sehen können, wie schnell sie fahren, sage ich die Umdrehung an. Die anderen fahren einfach im Takt der Musik mit. 92 Umdrehungen. Denk zwischendurch dran, immer mal wieder einen Schluck zu trinken. Schultern schön tief, Ellbogen leicht beugen, nicht durchstrecken. Leichter, ganz leichter Knick drin. Und wenn es Spaß macht, ruhig lächeln. Widerstand ein kleines bisschen erhöhen. So, wer mag, greift zur Flasche, trinkt einen Schluck. Unsere Belastungsphasen heute sind in 2 Teile aufgeteilt.
die vom Tempo immer ein bisschen zunehmen. Das heißt, wir sind jetzt gleich mit 60 Umdrehungen unterwegs, also Tempo ein bisschen reduzieren, Widerstand erhöhen. Im nächsten Titel steigert sich das Tempo etwas, dann im dritten nochmal wieder. Der vierte wird dann wieder langsam und so geht es dann ein bisschen Trepp auf, Trepp ab. Das Tempo schön langsam, 60 Umdrehungen, die Hände gehen nach außen. Leichter Widerstand. Wenn du heute einen anstrengenden Tag hattest, schließ die Augen, lass den Kopf ein bisschen hängen. Fahr mit mir sanft bergauf. Dann ein kleines bisschen plus. Nur ein bisschen. Bleib am Ball. Bleib bei 60 Umdrehungen. So, wenn man greift, nochmal zur Flasche, trinkt ein Schlückchen. Wir werden ein bisschen schneller. 64 Umdrehungen.
leichter bis mittlerer Widerstand. Hände nach außen auf die 2. Mach dich bereit. Wir kommen nach oben. Und ab geht's. Eine Runde noch hier. Wir kommen wieder tief. Bring ein kleines bisschen Spannung in den Oberkörper. Oben wieder locker. Hände nach außen. Gleich geht's wieder hoch. Vorbereiten. Und? Komm her. Wieder tief. Den Druck ein bisschen lösen. Wenn du magst, trink einen Schluck. Das Tempo steigert sich nochmal wieder. Umdrehungen. Anfang leichter bis mittlerer Widerstand. Heißt bei mir so blau bis grün. Wir kommen gleich nochmal hoch.
Die Hände sind außen. Und wir kommen hoch. Bleib bei 70 Umdrehungen. Schieb die Hände nach vorne, den Po ein Stück zurück. Greif zurück, komm wieder tief. Der Widerstand bleibt bei Mittel. Wir bringen ein bisschen Spannung in den Oberkörper. Nur die Beine bewegen sich. Ein kleines Stück noch. Und wir werden obenrum wieder locker. Hände nach außen, Widerstand ein bisschen nach oben, mittlerer bis intensiver Bereich, mach dich bereit, komm hoch, Hände nach vorne, greif zurück, komm wieder tief. Löst den Druck ein bisschen. So, wir fangen wieder vom Tempo her unten an. Langsame 60 Umdrehungen. Sieben Minuten im Sitzen. Widerstand erstmal auf leicht.
Halt den Körper schön stabil, Schultern tief, Brustkorb öffnen. Und wenn dir die Belastungsstufe leicht zu leicht ist, dann dreh noch ein bisschen nach. Yeah.
greif nochmal zur Flasche, trink einen Schluck. So, dann sind wir auch schon bei unseren letzten beiden Titeln mit Belastung angekommen. Gute 12 Minuten. Wie versprochen, zieht das Tempo nochmal so ein Stückchen an. 65 Umdrehungen. Belastung auf Mittel. Grün. Hände 2, mach dich bereit, wir kommen hoch. Die Hände kurz vor und wieder zurück. Komm tief. Achte nochmal auf die Schulter. Schultern schön tief. Unser Tempo 65. How does it feel to treat me like you do when you've laid your hands on me and told me who you are? I thought I heard your words. Tell me how do I feel? Tell me now how do I feel? Hände nach außen, Handposition 2. Wir atmen nochmal lang aus und kommen wieder nach oben. Hände vor. Richtig, schieb den Po nochmal ein Stück zurück. Zurück.
Komm wieder tief. Löst den Widerstand noch mal ein bisschen. Letzter Titel mit Belastung. Danach haben wir noch Cooldown und Stretchen. Wenn du noch was in der Flasche hast, trink noch mal ein Schlückchen. Das Tempo steigt auch hier wieder. So ein bisschen über 70 Umdrehungen. Du hörst den Takt. Widerstand auf Mittel. Mittel bis intensiv. Hände nach außen. Komm her. Komm nach oben. Hände vor. Schönes Tempo halten. Greif zurück, komm wieder tief. Dreht bei euch zu Hause die Musik noch mal ein Stückchen lauter. Hände zwei. Vorbereiten. Komm raus. Hände nach vorne.
Wenn es anstrengend wird, lang ausatmen und lächeln. Greif zurück, komm wieder tief. Ein Teil oben haben wir noch. Die letzten 2 Minuten. Hände 2, komm raus. Hände nach vorne. Greif zurück. Komm wieder tief. Bleib noch ein Stückchen am Widerstand. So, Ziel erreicht. Reduziere den Widerstand. Bring die Herzfrequenz langsam Stück für Stück wieder runter. Lass die Beine nochmal flott rollen. Reduziere den Widerstand immer weiter. Stück für Stück. Bis er ganz raus ist. Inzige Straziopio Pietro ormai sopravvivere.
Wenn sich die Herzfrequenz beruhigt hat, lass die Beine langsam ausrollen. Die Regie reduziert die Lautstärke bitte ein bisschen. Bei mir hier. Wunderbar, Dankeschön. Die Beine kommen langsam, ganz automatisch in den Stillstand. Setz dich aufrecht hin, lass die Arme lang runterhängen, locker die Handgelenke. Wir atmen nach vorne oben, lang und tief ein und wieder aus. Lang ein und aus. Drittes, letztes Mal lang nach oben ein. Beim Runterkommen stoppen die Arme vor der Brust, Handgelenke kreuzen, Handflächen greifen, den Schultergürtel leicht nach vorne ziehen, die Bauchmuskeln ein bisschen anspannen, Kopf, Kinn auf die Brust legen und lösen. Hinterm Rücken, Hände greifen, Schultern tief und nach unten ziehen. Und lösen. Ellbogen anwinkeln, die Handflächen zeigen nach oben. Der Kopf kippt auf die linke Seite, die rechte Schulter zieht Richtung Boden. Dehnung im Nacken. Lass die Nasenspitze nach vorne kippen, Spannung lösen, zurückkommen zur Mitte. Den Kopf wieder hoch. Kopf geht auf die andere Seite. Linke Schulter jetzt tief. Nase nach vorne, Spannung lösen, Kopf zurück zur Mitte, den Kopf wieder hoch. Lass die Schultern kreisen, schöne große, schöne deutliche Bewegung. Erst in die eine Richtung, dann die Richtung ändern. Okay, Pedale waagerecht, ein Fuß hinten, ein Fuß vorne. Handposition 3. Wenn du nicht mit Klicks arbeitest, pass auf, dass du nicht von der Pedale rutscht. Vorderes Knie leicht anwinkeln, hinteres Bein ganz durchstrecken, die Ferse Richtung Boden drücken. Dehnung in der Wade wollen wir haben. Nicht wippen dabei, schön konstant halten. Und lösen. Anderes Bein nach hinten. Gleicher Ablauf. Und lösen. Komm zurück in den Sattel, befrei dich von den Pedalen, steig vorsichtig ab. Wir legen ein Bein auf Sattel, Lenker oder Kettenkasten, ziehen die Zehenspitzen ein bisschen an, das aufgelegte Bein ist durchgestreckt, Standbein ein bisschen beugen. Mit dem Oberkörper nach vorne, Dehnung hier auf der Rückseite des Oberschenkels. Seitenwechsel. Und lösen. Oberschenkel Vorderseite. Wir greifen oberhalb des Sprunggelenks. Ziehen die Ferse schön Richtung Po. Knie eng beisammen. Standbein leicht beugen. Dehnung hier vorne. Wenn es dir reicht, wechsle die Seite. Und lösen. Locker deine Beine nochmal aus. Dann such dir eine Stelle, wo du dich so ein bisschen nach oben, nach vorne ausdehnen kannst. Wir fangen unten an, machen uns lang, strecken uns nach oben, atmen ein. Dann wieder aus. Nochmal wieder nach oben. Lang machen, einatmen, ausatmen und ein drittes, letztes Mal lang nach oben, über die Seiten wieder aus. Das war's. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Vielleicht sehen wir uns demnächst mal live wieder.
Schaut euch ansonsten auch die anderen Livestreams hier auf Visa Fitness an. Bis dann, macht's gut, viel Spaß, tschüss.